Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Adiro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir ein bisschen das geweihte Land erkundet und haben Simba wieder gefunden. Yay! Und jetzt können wir ihn zum König machen, zum König der Löwen. Boah! Komm ich denn auf diese Wortwahl? Und ja, dafür bist du zurück nach dem geweihten Land. Jetzt sagen wir, machen das mal den hier. Ist gut, Simba. Wir sind schon tot. Auch nicht. Ja. Niemand mehr da. Was sagen, wie lange geht das noch? Irgendwie beim Bies. Abverkauft, yay. Einfach brüllen und alles stirbt. Das ist Pech, hat uns den Weg zu laufen. Und unsere MP heilen sich jetzt schneller, weil wir jetzt ein neues Schlüsselschwert haben. Geil, ey. So. Mehr Gegner, es kommt. Immer hat mehr Magiekraft. Sehr gut. Hat er überhaupt Magie? Wäre meine nächste Frage. Aber ich kann jetzt rennen. Das ist sehr merkwürdig zu steuern dann. Wofür hat Maximum AP? Okay. Zeig mal. Das ist auch noch nichts Interessantes. Ich könnte den Abilitamin geben, aber du. Hier noch nicht andere Staatsdinger. Mein Charakter. Meinen anderen Charakter. Schon wieder so drauf hier. Das sprachlich, als angeht. Kann ich da hochrennen? Die sind auch. Die haben auch die Schwerkraft vollkommen zerstört, als sie runtergelaufen sind, die Gurus. Warum kann ich nicht da drauf springen? Ich mache es so wie Rockstar, dann lauf den Wolkenkratzer nach oben. Gegen Datten, bitteschön. Wir Ninjas aus Naruto und so, können die einfach an Wände laufen oder so. Können die auch auf Wasser laufen? Aber so war schon Level 28. Ich will Erfahrungspunkte hier. Also Teufel, alle sind Level 28, außer ich. Ist denn das? Wait a minute, we're gonna fight your uncle for this? Geil, yes, Timon. This is my home. Ja, ich kenne das doch gar nicht anders. Noch nicht mal gelogen. Oder irgendwie Gebiete in dem Film gesehen. Hi. Simba, you're alive. This kingdom doesn't belong to you. Simba's the rightful king. The choice is yours, Scar. Either step down or fight. Must this all end in violence? I'd hate to be responsible for the death of a family member, Simba. I've put the past behind me. But what about your faithful subjects, have they? Simba, what's he talking about? Go on, tell them who's responsible for Mufasa's death. I am.
He admits it, murderer. If it weren't for you, Mufasa would still be alive. Do you deny it? No, but it was an accident. You're in trouble again, but this time, Daddy isn't here to save you. And now everyone knows why. Now, this looks familiar. I think I've seen this before. Oh, yes. I remember. This is just the way your father looked before he died. Here's my little secret. I killed Mufasa. Murderer! Tell them the truth! All right, all right. I did it. Louder! I killed Mufasa. Die deutsche Synchro viel besser. Irgendwie Scar klingt in der deutschen Version viel besser auch. Simba, you get Scar. We'll handle these guys. Excuse me, pardon me, coming through. Ich würde echt jede Szene im Film irgendwie rekonstruieren. Jeder 1:1 irgendwie. So, Simba ist weg und nee. So, wir haben in der Welt auffällig in diesem Part. Okay, ich muss doch sogar noch rein. Boah. Soll ich das nicht schaffen? Nee. Hier machen wir die Jähen fertig. Hey, was geht? Also ja, auch versucht. Hat den nicht verrecken. Rennen die gegeneinander, hab ich auch noch nicht gesehen. Hänger leben. Die Geräusche, die die von sich geben, kriegt man irgendwie voll Mitleid. Oh, oh, oh. Ganz schöne Frage, aber sind die jeden Hunde? Ja, ne. Mann, ich will euch herbeirufen. Alter! Die alle voll auf dem Laufen sind. Ah, soll vielleicht mal eine von denen hier erledigen. Hey, hey, hey. Alter. Ja, genau, mein. Komm her, Ed. Bist du, glaube ich. Ja, Ed. Das ist Ed. Ed und Eddie. Ich bin irgendwie noch nie verstanden. Heißen die alle Ed irgendwie? Ja, einer ist Eddie. Zwei heißen Ed. Egal. Maximum AP und Glücksboost, jawohl. Tschüss. Und noch Scar. Where's Simba? Bei Scar. He went up there. Bei Scar. Gut, Glücksboost, geil. Goofy hat letztens Dings bekommen. Boah. Ja, aber Vertauschern nicht ein Kohl, auch wenn ein Vertauschern zugeführt wird. Bams. Uff, heilt schon nicht so schnell. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay, dann rein da. Ups, so. So, weh. So, gut. Ich hab schon wieder gesehen, wie ich daneben springe. Also, hier ist keiner in dieser Welt. This is his fight, Donald.
Echt unnötig, dass hier jede einzelne Szene rekonstruiert wird. Weil gerade bei König der Löwen, was so viel, weiß ich nicht, Hintergrundstory und so was noch hat, ne? Soll mal googeln, das ist irgendwie so weitläufig, ne? Übrigens, Carlo. Anger and jealousy turned the King of Pride Rock into a heartless. Oh, your kingdom's gonna rise again. But this time, as the Pride Lands of Darkness. That's what you think. Der kriegt jetzt aufs Maul. Boah, ich liebe diese Musik. Aber irgendwie Boogie auch, ich weiß gar nicht. Ja. Au. Ich glaube, er ist ein bisschen heftig hier. Aha. Mein Gott. Ja. Gott verdammt, Donald. Hast du jetzt dreimal Heilung eingesetzt? Was? Was ist denn das gemacht, Donald? Habe ich dreimal so erhoffen sollen. Hier bekommt keinen Schaden. Ja, er ist doch ein bisschen heftiger. Aber wir kriegen ihn. Jetzt greift er nicht mal. Ist aufs Maul. Ah, sehr gut. Was machst du da, Donald? Das ist jetzt einmal wieder auf mich ein, das geht doch gar nicht. Ja. Jetzt geht er ab. Oh Gott, da. Ja. Was zum Teufel machst du da, Donald? Oh Gott. Man kann ja dreimal Vita einsetzen. Verstehen. Ah. Oh ja. Ah. Mehr. Ab damit. Wir sind im Angriff hier. Er bekommt schon wieder keinen Schaden. Das Spiel gebackt oder was? Er tut mich echt dreimal ein. Das steht hier. Ja, an dem Besen oder was? Du bist tot übrigens. Nein! Und warum müssen wir so viele Kombos haben? In dieser Welt. Wo? Da. Was war ein MP? Ausgezeichnet. Das war merkwürdig. Warum wurde ich immer dreimal geheilt von Donald? Okay, da haben sie die Szene nicht rekonstruiert. Die hätten die unzensierte Version nehmen sollen. Welche eigentlich vorgesehen war, woher weiß ich nicht, zu Tode verbrannt wird. Erst seit kurzem herausgefunden. Also irgendwie von dem Felsen runtergefallen.
eigentlich die Felsen da unterfallen, wenn es am Brennen war und zu Tode verbrennen. Oder haben die sich für was Milderes entschieden, und zwar also von den Hyänen gefressen wird beim lebendigen Leibe. Also ja. Was? Ich hab ihn gestanden. Es war einfach in Faser hier so ein Strahl rein, aber nimm das, Faser. Hey, what's with the light show? We have to say goodbye for a little while. I'll go tell Simba. Oh, he's probably busy. Just tell him we'll be back soon. Oh, that's right. He's king now. He's gonna be so busy, he'll probably forget about his two best buddies. Well, you always got Hakuna Matata, right? Guess so. What do you mean, guess so? And what if he forgets to tell the carnivores who we are? One look at you, and you're a pig roast! That's Mr. Pig Roast. Same thing! And I'm not sticking around to be anybody's pork dinner! Pumbaa! You can never forget your true buddies. Scheint Rico vergessen zu haben im ersten Teil, als er sich mal Malefiz angeschlossen hat. Aber okay. Flammenerschein, Feuerelement haben wir jetzt hochgelevelt. Ja, okay, egal. Da Feuer. Ah. Okay. Was kommt jetzt eigentlich? Wir müssen mal zurück nach Holo Bastion, ne? So, und eine neue Episode wurde hinzugefügt, aber da lassen wir erstmal. Irgendwie wird mir jetzt nicht gesagt, wo ich jetzt hin soll. Ich muss den Atlantik erstmal weitermachen. Okay, da war nichts zu tun haben jetzt. Dann war Twilight Town. Landen in Twilight Town. Ja. Atlantik habe ich gerne im einen Rutsch machen. Ist das verkehrt? So, jetzt kann man endlich mal wieder normal rumlaufen. Help! The Sandlot! It's Cypher! Somebody please help us! Muss gar kein. Sounds like we've got trouble. Muss ich eigentlich noch die Thronen und so alles einsammeln? Ich glaube ja, ne? So, Feuerboost, ne? Feuerboost sagt komischerweise nicht so oft, also lassen wir mal. Was wollte ich noch mal? Dingens. Helfen kann ich aufgelevelt werden. Weisen kann ich aufgelevelt werden. Rufen kann aufgelevelt werden. Weisen voll Verschwendung, aber Hauptsache wird gelevelt. Was geht? Ich habe ein Hühnchen dabei. Ja. Willst du hin? Lass zum Beispiel noch ein Ding. Macht der auch damit? Du amierst mich von meinen neuen Leuten hier, wo ich ja nur eine Person bisher gesehen habe. Edge Teil. Ich noch bedienen. Warum nicht echt? So. Ah.
erstmal wieder dran gewöhnen, ja. Nach 5. Noch einmal und ich hab dann auch aufgehört. Erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich mich so bewegen kann. Bevor ich mich mobiler sind. Jetzt schon wissen, was ich meine. Da ist ein Ding. Na. Hey, Leben. Ja, Morgengrauen. Ich glaube, das hat man doch schon irgendwie. Also komm her. Sind ja noch viele Mann. Nee, das größere Mann. Okay, kann man hier was Neues kaufen? Glaub nicht. Wohl doch. Auf alles erstmal was Neues. Blöd, sie geben alle nur ein AP und das ist nicht gut. Was hier mit? Hiermit, Alter, die haben alle schon. Gut, Turnierplatz, ja, gute Frage. Da. Müssen einmal Chicken Wing hier rufen oder Genie. Wir haben auch schon lange nicht gekämpft. Naja. Sieg allen, wie man. Ja. Sehr gut, macht das, ne? So gewohnt jetzt. Hi. Ja, ihr könnt nervig sein, das weiß ich. Naja. Das ist er. Ja, ich will nur meine Wife voll haben. Komm mal, ja. Oh, oh, oh. Ich krieg keine Drive davon. Nein. Verdammt. So, noch kurz hochleveln bitte. Klatsche. Das letzte, ne? Ja. Gut, Freund leistet hoffentlich auch erstmal auf Maximum. Impressive. By the way, danke. Have you seen a man named Axel? I expect he's here somewhere. Like I care. You see, Axel's no longer acting in our best interest. Is he with the organization too? Yes. Ja, mit der Organisation 13, nicht 2. Organized organization. Don't let your guard down. Axel will stop at nothing to turn you into a heartless. Gee, thanks for looking out for us, mister. But I'm sure we can take care of ourselves just fine. Glad to hear it. Axel aside, it would break our hearts to hear something happen to you. Hearts? You don't have any hearts. True, we don't have hearts. But
We remember what it was like. That's what makes us special. What do you mean? We know very well how to injure a heart. Sora, you just keep on fighting those heartless. Let's jump in after him. How come? I'm not sure, but maybe he'll lead us to the organization's world. Don't be reckless. Do you want to end up like Riku? What? Hey! Wait! What did he mean, end up like Riku? Hey! How about you get out of my town now? You've caused enough trouble. Riku. Have it your way. Come on, guys. Hold it. Make up your mind. This goes to the strongest guy in Twilight Town. Yeah, du. Thanks, but we don't really need it. Whoa! Was haben wir denn damit hin? Hallo? Kann man damit auch die Gegner verprügeln? Sora. Pence, right? Do you know a girl named Kairi? Kairi? I sure do. Then you better come to the station. Er gibt Sora sofort ein ab. Cyphers Trophäe. Ah, geil. Kann man damit die Gegner auch verprügeln? So, hallo. Weiß nicht, wann ich die alle machen sollte. Ich glaube so, weiß nicht, wenn wir so am die Hälfte des Spiels angelangt sind, sollte ich mal vielleicht die ersten versuchen. Ich weiß auch gar nicht, welches Level Unterschiede die alle haben. Ich glaube, das Schwächste ist im Port Royal. Habe ich irgendwas gelernt oder so? Nee, ne? Frage. Ach ja, allerdings. Ach, nächstes Level, sehr gut. Alles aufgelöst. Geil. Okay, Bahnstation. Ich wollte jetzt mit Select die Karte aufrufen. Geht doch nicht. Welches Spiel habe ich denn da schon wieder gedacht? Ich zocke viel zu viel. Ja, gehen wir mal speichern. Aber ich weiß nicht, ob cutscene-mäßig das hier reicht. Wo muss man hier hin? Nee, zur Bahnstation, ne? Okay. Dann speichere ich hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Kingdom Hearts 2. Ich bedanke mich, Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.